Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge haben wir die Schleuder erhalten und, ups, die wollen wir doch direkt mal benutzen, um diese Diane hier runterzuholen, damit wir auf den Vorsprung da hochkommen, den wir sonst nicht erreichen könnten. Gebieter, ich möchte dir etwas zum Gebrauch von... Nein, Fei, bitte! Bla bla blub, Schleuder, bla bla, schneller vorholen, bla bla, Wii-Fernbedienung nach vorne, Fokus zentrieren, blark. Das war falsch rum. Und schwupp, wunderbar. Und wir kommen in das nächste Gebiet des Waldes. Nein, noch nicht. Link will noch nicht durchlaufen. Doch, jetzt will Link durchlaufen. Foreshadowing. Oh nein. Wir haben das dritte Gebiet freigeschalten. Tief im Wald. Da. Da. Da sind wir. Danke, Spiel, dass du mir das gezeigt hast. Die Pflanzen hier sind die gleichen wie im Wald von Firone. Wir befinden uns jetzt tief im Wald. Lass uns nun die Suche nach Zelda fortsetzen. Ja, nachdem ich irgendwie... So, hier haben wir wieder einen Bockblin, der... Verstärkung ruft. Um die Verstärkung müssen wir uns natürlich auch erstmal kümmern. Ah! Ich da gerade echt so Probleme mit diesen Bockblins habe. Es ist unfassbar. Na, hier haben wir zum Glück noch genug Herzen. Und einen Schädel. Ja, Aurasuche, komm. Wenn es sein muss. Da ist Zelda. Hinter der Wand. In dem Berg drin steckt sie. So, ein... Das war falsch. Ein Blick auf die Karte sagt uns, wir wollen zuerst... Ah, nein, wollen wir nicht. Quatsch. Hier kommen wir noch nicht weiter. Hier haben wir einen Bienenschwarm, die wir... Ah! Wie ihr seht, nicht angreifen... Ach, ich wollte eigentlich nur demonstrieren, dass wir die nicht angreifen können. Ah! Kommt, lasst mich in Ruhe. Was ist das denn? Den wir nicht angreifen können. Die können wir später mit einem Item bekämpfen. Das wir allerdings noch nicht haben. Zack! Ach, da kriegen wir ein Herz raus. Wunderbar. Oh Gott. Oh Gott, wenn ich das da unten schon sehe. Wir bekommen neue Dekonüsse. Damit können wir weiter mit unserer Schleuder schleudern. Ah, hier waren nur zwei von den Früchten. So. Dich müssen wir... Halt. Ah! Zuerst da runterschießen. Dann können wir hier einen weiteren Drahtseilakt vollführen. Oh! Oh Gott, geht's da tief runter. So, oh, da oben haben wir ja schon wieder den Goronenmann. So, hier können wir die nächste Abkürzung freischalten. Falls wir sie denn brauchen sollten. Kürzt uns immerhin das eine Balancierstück ab. So. Die können wir damit kurz stunnen. Dann können wir die ganz einfach besiegen. Zock. Komme ich von hier aus? Nee, von hier aus komme ich da nicht rüber. Wir können uns allerdings daran hängen und hier ein bisschen rüberhüpfen. Zock. Ums Eck. Hüpf. Hüpf. So, das wird jetzt ein bisschen kritisch. Kann ich kleines Experiment zum einen bitte mein Zielding sehen
diese Dinger runterschießen, wenn ich sie denn treffe. Nein. Okay, so könnte das funktionieren. So, damit sind wir die auf jeden Fall schon mal los. Und den lassen wir auch einfach darunter fallen in die ewigen Jagdgründe oder so. Das hat ja tatsächlich besser funktioniert, als ich befürchtet habe. Link, gehst du bitte da hoch? Danke. Das hat tatsächlich wesentlich besser funktioniert, als ich befürchtet habe. Dich will ich nur ganz kurz aktivieren. Hier haben wir einen weiteren Dekurania, den wir ganz einfach aufschlitzen. Schlitz! Hier haben wir ein Seil, mit dem kommen wir darüber. Allerdings... Nee, hier gibt es tatsächlich nichts mehr, nein. Dann habe ich das gerade eben mit was verwechselt. Das war ein sehr mutiger Sprung, Link. Man sieht schon, warum du das Triforce des Mutes hast. Und das hier ist ein Tetaranja. Der kann sein Maul nicht nur in eine Richtung öffnen, sondern in verschiedene. Und er hält ein bisschen mehr aus. Ups. Er verarscht mich doch. Er verarscht mich doch. Ach komm. Er verarscht mich doch. Der verarscht mich doch. Hat der mich gerade wirklich hier runtergeschubst? Hat der das gerade wirklich getan? Wow. Naja, immerhin habe ich nicht das Gebiet gewechselt. Das heißt, er hält immer noch nur noch einen Schlag aus. Aber wow. Ach komm, oh, nicht Link. Du kannst hier gar nicht runterfallen. Du bist der Protagonist, die haben davor gespeichert. Oh. Oh. Well. Das war nicht, wie ich das machen sollte. So sollte ich das machen. So, jetzt haben wir dich. Du Arschblume. So, da drüben haben wir den Geronen. Hier oben haben wir allerdings noch eine Kiste stehen, die wir aufmachen wollen. Mit 20 Rubinen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann reden wir doch mal mit Herr Gorone. Hey, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen. Was hast du mir zu sagen? Du kommst mir gerade recht. Sieh mal, an diesem Ort habe ich Teile der alten Schrift entdeckt. Genau, so einen Würfel haben wir ja vorher schon gesehen. Das hier. Das heißt, die Göttin hat diese Steine für einen Helden hier zurückgelassen. Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Ein Name wie in Stein gemeißelt, findest du nicht auch? Den alten Schriften zufolge. Ihnen zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Du hast doch ein Schwert. Dann hilf mir mal bitte, das Rätsel dieses Artefakts zu lösen. Du willst doch ein Held sein, oder? Aber sicher. Das wollte ich hören. Diese Artefakte bestehen aus einem Metall, das ich so noch nie gesehen habe. Es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Ich frage mich, was die alten Schriften mit dem Strahl des himmlischen Schwertes meinen. Fällt dir dazu etwas ein? Ja, klar tut's das. Und zwar müssen wir einfach den Himmelsstrahl... Da... Dieses Mal auch richtig dagegen hauen. Und diese Würfel aktivieren jetzt im Wolkenmeer Schatzkisten, wie wir sie, falls ihr euch erinnert, bei der Kürbisbar habe ich eine davon gezeigt gehabt.
Wow, das Artefakt ist gen Himmel gestiegen. Die Kraft deines Schwertes scheint das bewirkt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist, das Rätsel ist gar noch rätselhafter geworden. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Du solltest sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. So, halt. Zuerst will ich hier den Shortcut aktivieren, damit wir nicht wieder von der dummen Blume irgendwie da runtergeschubst werden. So, und dann reden wir nochmal mit dir. Was ist los? Du scheinst mich etwas fragen zu wollen. Was ist es denn? Über den Tempel. Den alten Schriften zufolge befindet sich in dieser Gegend der Tempel des Himmelsblicks. Für einen, der aus den Wolken kam, scheint mir dies als ein angemessener Ort zu sein. Da fällt mir ein, irgendwo dort steht eine alte Steintafel. Da steht etwas geschrieben. Wenn ich mich nicht täusche, ist das ein Hinweis auf den Eingang. Eine alte Steintafel, sagst du also. Na gut, dann wissen wir, wonach wir die Augen offen halten. Hier haben wir noch ein Artefakt der Göttin. Das ich wieder gekonnt nicht treffe. Wie war das mit meiner Kompetenz und so? Also manchmal zweifle ich da ja echt dran. So. Fei, bitte. Gebieter in diesem Gebäude, glaube ich, Zeldas Aura zu erspüren. Gleichzeitig aber spüre ich die Aura des Bösen. Viele Ungeheuer scheinen dort zu lauern. Willst du dennoch weitergehen? Na klar! Pass nur auf dich auf. Niemand wird dir dort drinnen helfen. Niemand wird deine schmerzerfüllten Schreie hören. Wenn du Gefahr spürst, solltest du dich vielleicht zurück in den Wolkenhort begeben und dich dort neu ausrüsten. Ich empfehle dir, ein Schild zu deinem Schutz sowie Herztränke mitzunehmen. Und nun lass uns die Suche nach Zelda fortsetzen. Wollte ich das nicht. Ich wollte meine Ausrüstung. Wir haben einen Wundertrank haben wir dabei. Und eine leere Flasche. Vielleicht wäre ein Herztrank tatsächlich nicht so eine blöde Idee. Oh! Hier haben wir die Tafel, die uns einen Hinweis geben wird. Der vom Himmel herabstieg, schaut in den Himmel und durchschießt den Stern, den Vogelschwingen ihm weisen. Was das zu bedeuten hat, werden wir auch gleich rausfinden. Denn die Tür, sie ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Mist! Mist, Mist, Mist. Was machen wir jetzt? Gehen wir wieder heim. Tschüss! Nein, natürlich nicht. Natürlich müssen wir gen Himmel schauen. Ah, nee, Quatsch. Wir müssen hier drinnen gen Himmel schauen. Und da sehen wir... Ho! Was ist das denn? Allerdings können wir, soweit ich weiß, auch die grünen Kristalle abschießen. Und bekommen dann entsprechend... Okay, nur die zwei. Rubine. Es ist ein hübsches kleines Secret. Bringt uns, hallo, ich, manchmal, hallo, wo ist mein Interface? Spiel bitte. Da. Dann schießen wir einmal diesen Kristall ab und der Tempel öffnet sich. Tempel des Himmelsblicks. Gebieter, ich nehme in diesem Tempel die Auren vieler Kreaturen wahr. Daher kann ich Zeldas Aura nicht isolieren. Somit ist die Aurasuche momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um dir einen Überblick zu verschaffen. Aber Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge.
Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde ich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und ups, das wollte ich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.